Möchte ein Wort zu dem Ausbau von Photovoltaikanlagen sagen. Es haben schon mehrere Regierungen den Weg zum Ausbau der Photovoltaik begonnen. Meist sind sie über den ersten Schritt nicht hinausgekommen. Zum Beispiel im Bund hieß das Programm 2018, noch unter Türkisblau, das 100.000-Dächer-Programm. So heißt es heute unter Türkisgrün 1-Million-Dächer-Programm. Aber bis jetzt sind es halt nicht mehr als Schlagworte und wir harren der Entscheidungen und Daten. In Innsbruck hat es ja zum Beispiel auch eine Studie gegeben über die Nutzung der Dächer, die möglich wären, aber da sind wir auch über die Studie nicht hinausgekommen. Und das Ziel des Landes, bis 2050 energieautonom zu werden, ist sehr ambitioniert. Und nach dem heutigen Stand bräuchte es dazu aber auch noch einen größeren Einsatz als bisher. Denn in allen untersuchten Energieverbrauchsszenarien müssen sämtliche in Tirol verfügbaren Energieressourcen ausgereizt werden. Und das bedeutet auch einen weiteren Ausbau der Wasserkraft und natürlich der Photovoltaik. Es heißt, es müssen 85% aller nutzbaren Dachflächen in Tirol mit PV-Modulen bestückt werden, wobei viele Faktoren da wirklich passen müssen. Das müsste die Sonnenausrichtung, die Dachneigung, die Dachbeschaffenheit, die Traglaststatik untersucht werden. Und da bleiben meiner Einschätzung nach vielleicht maximal 50% oder sogar nur 30% der Dächer übrig, die man mit Photovoltaik bestücken könnte. Aber vor allem bräuchte es einen Leitfaden mit der konkreten Festlegung von Etappenzielen. Wenn man bedenkt, dass ÖVP und Grüne schon seit 8 Jahren gemeinsam regieren, ist die Energie, ist die Energieausbeute noch relativ gering. Und nicht zu vergessen, dass die Photovoltaikpaneele, die wir jetzt so forcieren, wo produziert werden? Genau in China. Wo durch die Globalisierung so verböhnt wird derzeit und die regionale Produktion gelobt wird. Da müsste man schon genau hier an der regionalen Wertschöpfung auch ansetzen und bei den Elektroautos ist es nicht viel anders. Man soll also nicht nur über die regionale Medikamentenproduktion diskutieren, sondern auch um die Industrieproduktion, die wir wirklich großflächig ausgelagert haben. Ganz nebenbei ist Chinas Wirtschaft heuer die einzige, die wächst. Und wir wollen da noch investieren. Nur zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, ist wohl ein bisschen zu wenig. Aber trotzdem sind wir Freiheitliche dazu bereit, den Photovoltaikausbau mitzutragen. Besonders die Mehrfachnutzung bereits genutzter Flächen. Aber Sinn macht das natürlich nur, wenn große zusammenhängende Flächen genutzt werden und keine kleinen Einzellösungen gemacht werden. Das zum Photovoltaikausbau.